nach dem Willen der Projektbetreiber geht, dann soll aus der schwarzen Sulm so ein kleines, kümmerliches Gerinne werden. Ich mache das erst 30 Jahre, also ich bin relativ jung im Geschäft, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Das wichtigste Thema für uns ist das Recht am Wasser. Das heißt, es werden zusätzlich radioaktive Abfälle anfallen oder zusätzlich Emissionen frei. Und ob das im Interesse der Öffentlichkeit ist, das stelle ich auch in Frage. Solange die Kassen klingeln. Für die Betreiber und für die Behörde existiert das einfach nicht. Da hat man sehr geschickt die Dinge ausgenutzt, glaube ich. Da frage ich mich doch, warum die Behörden nicht schon längst eingegriffen haben. Dann bin ich derjenige, der fertig genehmigtes Projekt hat und der dann einen Haufen abgeschlossen. Das sind schon Indizien, die deutlich machen, dass man alles dazu tut, um die Projekte, die eben von diesen Projektwerbern kommen, zu bewilligen.